Herr Präsident, meine Damen und Herren, es mag ja richtig sein, dass die etlichen Hinweise auf den Ernst der Lage und die Bildungsproteste der Landesschülervertretung am 13. März in 11 Städten NRWs diese Landesregierung zumindest tangieren sollten. Die aktuellen Stunden von Rot-Gelb klingen allerdings so, als sei erst jetzt eine Grenze überschritten worden, als wäre der nordrhein-westfälischen Schülerlandschaft nicht schon längst bekannt, wie sie von dieser Landesregierung, aber auch von SPD und FDP vernachlässigt wurden. Nein, die Verantwortung trifft sie alle. Und die Landesschülervertretung beschreibt es ganz gut. Der Weg in die Bildungskatastrophe wurde geebnet. Und zwar von einer FDP mit ihrer ständigen Haltungslosigkeit und Anbiederung an den größtmöglichen zukünftigen Koalitionspartner, sofern sie überhaupt noch einmal in einem Landtag einziehen werden. Die SPD mit ihrer jahrelangen Verschleuderung von Geldern in abstrusen Sozialexperimenten und ihren gierigen Versuchen, die Lufthoheit über den Kinderbetten zu erlangen. Und natürlich die vergrünte Landesregierung, die sich förmlich weigert, ernsthafte Schritte zu ergreifen, am Beispiel der nicht existenten Mindeststandards für Ganztagsbetreuungsplätze. Wir sprachen gestern erst darüber, kann man diese Verweigerungshaltung gut ablesen. Und Ihnen allen gemein ist das katastrophale Schleifen des Leistungsbetriebs, insbesondere für die Zukunft unseres Landes wichtigen MINT-Fächern. Und deshalb ist die Betroffenheit von SPD und FDP die reinste Farce. Ihrer alletwegen quälen mittlerweile Migrantenbanden ihre Mitschüler und filmen das Ganze. Meinungsfreiheit und konservatives Gedankengut werden mit Gefährderansprachen unterdrückt. Jugendparlamentsteilnehmer mit türkischem Migrationshintergrund aus Dormhagen müssen sich nach unliebsamer Kritik an ihren linken Lehrern regelrechten Verhören aussetzen und anschließend tadeln lassen. Islamisten kontrollieren die Einhaltung von Glaubensregeln auf unseren Schulhöfen. Kein Wort hört man von Ihnen allen zu ganzen Schulklassen, die Deutsch nur noch als Fremdsprache kennen. Und doch möchte ich hier die Landesschülervertretung nicht zu sehr emporheben. Diese offensichtlich woke Vertretung unserer Schülerschaft macht sich regelmäßig, wir haben es auch hier gesehen, zum Knecht rot-grüner Deutschlandabschaffer. Und die von mir benannten Themen werden deshalb gerade nicht von der Schülervertretung angesprochen. Dafür aber, Zitat, 10 Milliarden Euro Sondervermögen, Reduzierung des Lerndrucks, Schneeflockentum und Konsequenz ist Gendern. Das klingt alles eher nach SPD- oder Grünen Parteiprogramm statt nach der Realität an unseren Schulen bzw. umsetzbaren Forderungen. Ja, quatschen Sie ruhig rein, das haben wir mir die Schüler auch immer gemacht, die nichts verstanden haben. So war das halt immer. Alles gut, ja? So, ja, alles gut. Ja, ich kenne das doch, ja? Das waren dann die Pseudokulen, die meinten, durch Stören, weil sie es nicht intellektuell verstanden haben, zu stören. Ist alles gut. So, ja. Ja, und jetzt fängt die FDP auch noch an zu pöbeln. Ist doch alles okay. So, ja, eine Halbierung. Hören Sie doch einfach mal zu, statt hier die Opposition zu beschimpfen. Das wäre doch vielleicht auch mal ganz gut. So, sehen Sie, jetzt werden Sie einfach polemisch. Alles schön. So, genau. Feiern Sie sich selber in Ihrer Selbstgerechtigkeit. Ja, alles ist gut. Die Leute draußen und die Schüler merken doch, was hier passiert. Ja, und kommen wir mal zu den Forderungen eben noch. Eine Halbierung der Klassengrößen wäre ganz toll. Gute Ausstattung für alle Schüler, anständige Infrastruktur und funktionierende WCs sind Grundvoraussetzung für einen intakten Schulbetrieb. Die Lösung des fachspezifischen Lehrermangels ist essentiell für eine Rückkehr zur erfolgreichen Bildung. Doch wird uns die beste Digitalisierung nicht helfen, wenn wir uns statt mit Stift und Papier eben auf dem Tablet mit ideologischem Nonsens beschäftigen. Bildung für nachhaltige Entwicklung, Pseudodemokratieförderung und diese Geisteshaltung der Teilnahmeurkunde werden den Schülern nicht die Kompetenzen vermitteln, die sie für einen ernsthaften Bildungsweg und eine erfolgreiche Karriere benötigen. Das wird ein Schüler jedoch nicht mit 14 vielleicht merken, sondern mit 19 oder 20, wenn er in der ersten Mathematikvorlesung sitzt und kein Wort mehr versteht. Und ich weiß, dass gerade bei den Grünen, das war bei Ihnen schon viel früher, dass Sie in Mathematik kein Wort verstanden haben. Und dann wundern Sie sich über fehlende naturwissenschaftliche Lehrkräfte. Entschuldigung, ich habe Mathematik studiert, da gab es keine Grünen. Und dann wundern Sie sich über fehlende naturwissenschaftliche Lehrkräfte.
Uns fehlen nun mal nicht irgendwelche grünen Sozialgeschwätzlehrer. Und das sind sicher da, wo Ihre Parteifreunde sich tummeln. Herr Kollege, ich würde vorschlagen, dass Sie gerade einmal stoppen, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen wieder sammeln können. Gut. Gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufregung ist verständlich. Ich darf trotzdem alle bitten. Ich darf trotzdem alle bitten, dem Redner das Wort zu lassen. Dankeschön. Und dann wundern Sie sich, gerade Sie sich, über fehlende naturwissenschaftliche Lehrkräfte. Es fehlen nun mal nicht, wie gesagt, grüne Sozialgeschwätzlehrer. Die gibt es in Wokistan immer noch im Überfluss. Uns fehlen hunderte Physiklehrer. Lehrer, die Stoff vermitteln, der heute unseren Erstsemestern an den Unis schlicht und ergreifend fehlt. Was haben wir davon? Ewige Studenten, Studienabbrüche, Ausflüchte in die philosophische Fakultät. Und zwar gehen uns die Germanisten nicht aus. Manche sitzen ja auch hier im Parlament wieder rum. Und doch fehlen jedem fünften Grundschüler die Grundkenntnisse im Fach Deutsch. Mit Noteninflation und ewigen Sermon, jeder muss Abitur machen, hat man zudem jedes Interesse an niedrigeren Bildungsabschlüssen vernichtet. Ja, man hat sie geradezu verächtlich gemacht. Wer nicht studiert, habe keine Berufschancen. Und so versuchen immer mehr und mehr, ein immer anspruchsloseres NRW-Abitur zu machen. Ihrer alletwegen haben wir immer mehr Abiturienten, die zwar studienberechtigt sind, aber nicht mehr studienbefähigt sind. Und gerade auch das Handwerk leidet unter dieser Entwicklung. Das Interesse an Ausbildungsberufen ist rückläufig. Der Fachkräftemangel wird immer bedrohlicher. Aber den wollen Sie ja bekannterweise anders lösen. Doch wandern, welch ein Wunder, ganz andere als die von Ihnen versprochenen Fachkräfte in Massen ein. Meine Damen und Herren, Sie alle, das haben Sie eben auch bei Ihren Reaktionen, hat man das gemerkt, haben mit Ihrer ideologischen Schulpolitik ganzen Generationen bereits die Zukunft verbaut. Aber die wahren Probleme, und da lacht die Grünen, ja, genau, sie lachen dafür, dass sie den Schülern die Zukunft verbaut haben. Aber die wahren Probleme lösen sie eben nicht durch ewige Lippenbekenntnisse. Ihre Öffentlichkeitshascherei wird ihnen da auch nicht weiterhelfen, denn immer mehr Schüler haben keine Lust mehr auf ihre Scharade, ihre politische Agenda und vor allem auf die unkonkreten Signale dieser Landesregierung. Uns erreichen immer mehr Zuschriften über Parteiwerbung an Schulen, Demonstrationsanrufe durch fanatische Lehrer, Benotung, die an der politischen Einstellung festgemacht wird. Die Liste ist lang und sie wird immer länger. Und deshalb wachen auch immer mehr junge Menschen auf und machen ihr Kreuz bei der AfD. Schlicht und ergreifend, weil sie noch eine Zukunft in ihrer Heimat haben wollen.